Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Heute mit dabei der Flyke, Hallöchen. das Munchkin, der Stevie, Hi. die Shira, Hallo. der Bladdick, Mahlzeit. der Chris Gold, Moin, moin. der Martin aka Mightify Hallo. und ich bin der Sascha. Und damit gebe ich dann doch mal diese Runde frei, würde ich behaupten. Wobei wir noch in der Preparing sind. Ja, hoppala. Das ist doch wunderbar. Ja, dann. Du weißt doch. Dann bratzelt euch ab. Wir sind hier nicht auf unserem üblichen Server. Wir sind hier auf einem öffentlichen. Also haben andere Items und anderes Layout so ein bisschen. Und da ist schon was explodiert. Diskurs. Wir Komm, gehen Chris Gold, erst. zusammen können wir hier durch. Das Gold. Ah. Komm, zusammen schaffen wir es. Was? Oh, ich hab ne Magnum. Jetzt stirb! What the fuck? Flyke, warst du das? Was genau? Nein, keine Ahnung. Was? Ich hab gerade realisiert, dass die Falle gar nicht aktiviert wurde. Da wurde, glaube ich, auf Shira. Ah, ne, Shira hat geschossen. Achso, sie schießt auch noch in meine Richtung hier. Ja, läuft bei dir. Kann ich eigentlich mal eine ordentliche Waffe finden? Dankeschön. Oh, endlich wieder TTT. Wie haben wir es vermisst? Ja, ich hab's doch die ganze Zeit. Chris. Oh, warte mal, der Deta hat keinen zusätzlichen Skin diesmal. Nee. Wir sehen alle gleich aus. Nein! Ein Fehler in der Matrix. Wir sind keine Individuen. Wir sind alle Individuen. Wir sind alle Individuen. Individuen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Gleich. Nein, ihr, ich nicht. Erst anders tötet ihn. Was wieder da? Ich krieg gerade irgendeinen Hint. You can see the Steam ID of. Was? Osprey, irgendwas. Was? Ja, wenn du über das Spray gehst. Ah. Genau. Achso, Chris. Sag mal, sind die Traitor eingepennt oder was ist hier los? Dann ist es Shira. Nein. Die Brust immer lang als Traitor. Immer als Kleine. Also wenn ich gleich umkipp, war es Flyke, der rennt nämlich hinter mir her. Mit der Scheiße. Was? Oh ja, jetzt kann ich. Ja, ey! Idiot! Nee, nicht Flyke, sondern. Achso. Ah, jetzt verstehe ich das hier. Das ist etwa dein Karma, dass ich dann die Luft fliegen gesehen habe. Ja, das war mein Karma. Junge! Ich plötzlich schieße mit der Schrotze. Was glaubst du, was ich da mache? Was? Wer hat die Schrotze geschossen? Du hast Schrotze. Der Blatt. Warum ist Flyke hört? Achso. Shira, sag ich doch! Shira! Wo ist sie? Kelsey! Wo ist sie? Warum ist hier Blut auf dem Damenklo? Wer hat es seine Tage? Nein, den spring ich jetzt nicht, den Spruch. Stirb, Shira! Nein! Wer schießt denn da? Shira tötet wieder alles. Das ist Mighty. Das ist Flyke, das ist auch nicht. Hier liegt Sascha. Chris Gold. Oh oh. Stevie, hast du gerade jemanden umgekehrt? Nee, das war ich da drauf. Mighty hat gerade jemanden. Was? Woher wusstest du das? Ja, weil ich habe Shira jetzt abgeschossen. Ich dachte. Ja, aber warum hast du Shira abgeknallt? Weil sie Tee war! Oh. Weil sie ausgerufen war! Ja. Shira war KOS! Die war ausgerufen? Ach ja, war sie. Ja, war sie denn! Also zu hören! Ja! Also Bladdick, du bist mir gerade irgendwie suspekt. Ich hab's doch selbst vorhin noch ausgerufen, ich hab's nur Feder vergessen. Hey, Alzheimer ist grüßen, ne? Psst. Also ich würde nicht mehr in den Pool gehen. Weil das Dach weg ist. Nee, und dann? Oh! Oh! Wir haben uns das Dach geklaut. Ich wusste gar nicht, dass das Schwein. Geht. Das Dach ist ab, das Dach ist ab, das Dach ist ab. So. Nein, das ist die Herrentoilette, in die gehe ich nicht rein. Nicht? Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Wegen der Traitor-Falle und so. Warum quatscht Flyke eigentlich nichts mehr? Ein ganz mieses. Oh, da treibt jemand im Wasser. Schön. Wer? Kann ich nicht detecten. Identifizier mal. Geh mal hin. Ich komm nicht ran. Ja, und? Ich will nicht ins Wasser! Ja, ich auch nicht!
Das ist echt mies. Aber da Flike nicht mehr redet, denke ich mal, ist es Flike. Ja, aber wir brauchen doch Gewissheit. Ach, scheiß drauf. Was geht schon los? Nicht dein Ernst. Okay. Da waren jetzt einige in dem Stevie Raum. Stevie ist tot, Flike ist tot, Bladdick ist noch am Leben. Warte mal, Munchkin war da, Bladdick war da. Dann ist es, glaube ich, Bladdick. Ja, klar. Oder du bist es. Oder Mighty ist es. Ja, war doch dabei, nein. Als Mighty Shira erschossen hat. Das heißt, du musst es sein. Aber ja, aber nein. Ja, nur weil du vielleicht Mighty nicht direkt erschossen hast. Klar. Schönes Ding, Martin! Ja, von wegen erstmal. Naja, ich hab's. Ja, so, dann reden wir nochmal ein bisschen, ne? Weißt du, was echt unfair ist? Ja, wir haben noch so ein ganz kleines Musikproblem auf diesem Server. Erstmal in den Pool reinbaiten, ja, und dann, wer könnte das jetzt gewesen sein? Aber wisst ihr, was echt unfair ist? Den Melon Launcher sieht man auf dem Server nicht. Nicht? Nein, ich hab ihn gerade nicht gesehen. Oder was? Du hattest nichts in der Hand. Die Melon. Verdammt, das hätte ich ausnutzen können. Verdammt! Danke für den Tipp, Manschi. Es kann ja auch sein, dass ich ihn einfach aus dem Winkel nicht gesehen habe. Aber jedenfalls sah ich keinen Melon Launcher, sondern nur die Melone. Nein, nein. Alles klar. Nein, nicht die. Och, Mann. Oder nicht eine Auge. Vielleicht auch mal noch eine Waffe. RDM and annoying will result a kick. Also, Flike. Merkst dir. Was? Annoying. Will result in a kick. Fly. Oh, Munchkin? Okay. Also das Herrenklo ist die Traitorfalle. Deswegen will auch keiner da darfst mehr du immer ungeachtet jeglicher Konsequenzen durchrennen. Das ist wenn ist ich klar. Traitor bin. Wer schmeißt denn hier schon wieder Incendiaries? Ach, lass doch den Quatsch. Wer kommt da hinten? Chris. What? Irgendwie weiß ich nicht, ob ich mich durchs Herrenklo trauen soll. Ich lass es mal lieber sein. Ah, Bladdick und Flike und Chris und viel zu viele. Wo ist Christian? Manchmal ist es aber mutig. Der geht da einfach mal rein. Das stimmt. Was? Wo? Stevie? Ah, ja. Hilfe. Was willst du, hä? Hä? Du hast was explodiert. Kommt vor. Was hat der Boom gemacht? Willst du ernsthaft durch? Ja, ich will hin zur Explosion. Durch! 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 Oh! LOL! Base Cannon! Holy shit! Flike, was machst du da hinten? Au! Vorsicht, Christian! Yeah. Du hast Angst vor irgendwas, oder? Was du gelegt hast. Ja, gleich geht meine Bombe hoch, warte mal. Genau okay, bei dir. 3, 2, 1. Du kriegst einen Kopfschuss, Bladdick, wenn du näher kommst. Da lag okay, da ist es. Wer war das? Was? Munchkin! Was? Nein! Wo? Du hast das Hühnchen gelegt, Munchkin. Du hast uns das was? Hühnchen vor die Nase. Hühnchen, gelegt. Wo? Ich hör's, aber wo ist es? Das ist draußen vor der Tür. Lol, das hört man dann ja über die gesamte Map. Hinter euch. Ah, hinter uns. Ach, Stevie. Mensch. Wow! Da hat irgendwas. Oh, hi, Flike und Chris. Hühnchen. Schick mich. Lol, was ist das denn für ein Blutbad? Chicken Wings, Chicken Wings, Chicken Wings. Oh. Oh, manch könnte es. Alle. Was war das? Yo! Kann ich auch nicht aufhängen, okay. Guck mal. Was ist das hier? Martin. Ich bin gerade durchs Herrenklo gegangen, ich trottel. Da ist jemand mutig. Macht Spaß. Oder weiß er, dass da nichts passieren kann? Ha? Immer schön Rücken schwenken. Leute, Tatsache, wo ist die Leiche hin? Ja. Hat jemand Manschkins Leiche weggenommen? Die hat Flike! Er schwimmt ja gerade ein bisschen. Ach so, okay. Er schwimmt eine Bahn. Und Abstoß. What the fuck? Du Scheiße. Holy shit! Wo ist das? Das ist direkt hier bei mir! Aua! What the fuck? Aber mal ganz blöd gefragt, hat das Ding eigentlich überhaupt eine Auswirkung oder macht's einfach nur geile Sounds und lässt Dinge umherfliegen? Ganz kurz, das Ding lässt Gegenstände durch die Gegend fliegen, wie der, wie heißt die Waffe? Diese, Poltergeist oder so? Ja, genau, wie der Poltergeist. Okay. Lohnt sich also nur auf Maps mit viel Gegend. Warum ballerst du damit? Gib mir mal die Munition, ich will die haben. Ich würde schauen, ob man hier Prop kennen kann. Bist du gerade durch die Toilette gegangen, Chris Gold? Jo. Jo, da ist jemand mutig. Ich gehe da schon lange nicht mehr durch. Ja.
Da schießt jemand. Vielleicht hat er ja nichts zu befürchten. Was war das? Eine Melone? Chris, was hast du denn gehört? War das eine Melone? Könnte sein. Nee. Doch, das war eine Melone. Au! Ich hab's im Augenblick noch gesehen. Nein, zu viele! Hey, ihr seid da aber auch gerade zu dritt rumgelaufen. No! Oh, scheiße. Ganz blöde Frage. Dürfen wir die zwei Schüsse im Melon Launcher nutzen auf diesem Server? Leute, hallo? 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 Dieser Server Melon Launcher zwei Schüsse. Trotzdem nur einen nutzen oder dürfen wir beide? Beide. Andere Server, andere Regeln, würde ich sagen. Nein, unsere Grundregeln sind gleich. Ja? Die werden sich schon random killen und so. Ja, gut. Schade, ich wollte. Na, das sind ja auch die Regeln dieses Servers, kein Random Kill. Ja, gut, aber ich wollte es nur noch mal betonen. Ja. Oh fuck, ich habe keine Muni mehr. Betonen. Da, nimm die beste Waffe überhaupt in diesem Spiel. So, Chris. Du bleibst jetzt mal hier draußen, hier drin. Nein. Hilfe, lass mich durch hier. Ich will weg. Gibt's hier nicht mal was für mich? Nein, Chris, geh weg von mir. Chris, bei mir. Chris, Chris. Oh, das war knapp. Oh, nein, nicht ins Wasser. Was geht? Nicht um 44? What? Läuft. Chris hat in meine Richtung geschossen. Wow. Ja. Und da ist jemand direkt hinter Chris umgefallen. Nee, warte mal. Chris ist umgefallen. Wo Bladdick gerade einfach vorbeigelaufen ist. Hä? Die, hier im Gang zum Darmklo liegt eine Leiche drin. Oh, okay. Das habe ich nicht gesehen, weil da ich nach rechts geguckt habe. Da kam gerade Martin raus. Ne, Munchkin kam da raus. Martin Schieder kommt mir gerade entgegen. Ja. Da müsste entweder Martin oder Munchkin. Die kamen, standen beide am Eingang. Okay. Ja, gut. Dann dürft ihr euch eigentlich gegenseitig machen. Wir dürfen nicht gegenseitig machen, aha. Der Arzt ist direkt vorbei. Martin und Munchkin dürfen nicht gegenseitig töten. Und Stevie ist gerade so ganz gedankenlos bei Martin rumgelaufen. Munchkin, warum war das deine Waffe, die vorhin ihn getötet hat? Was? Ja, das war deine Waffe. Reine die Waffe, die du in der Hand hast, hat Chris getötet. Was? Ich habe Stevie ganz stark in Verdacht. Wieso hast du mich denn jetzt? Weil du eben gerade gesagt hast, du bist schon lange nicht mehr durchs Herrenklo gelaufen und genau gerade eben so einfach straight durchgelaufen. Ja. Munchkin, stehen bleiben, Golden Deagle. Ah, ich bin mir da nicht sicher, du. Stehen bleiben. Nix Golden Deagle. Doch, nein. Stehen bleiben. Nein, nix Golden Deagle. Du machst dich hier richtig dächtig, Munchkin. Ja, Munchkin ist. Was? Hallo, oh, Stevie, komm her, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, yo! Eskalation, ich will hin! Alter! Oh, Fleck ist fast tot, alles klar. Munchkin ist tot! Ah, Munchkin ist tot, okay. Stevie kommt hier an. Warte mal, ist das hier eine Healing Station, die hier rumsteht? Jo. Ne, noch eine zweite. Was? Eine zweite? Hier ist doch Stevie ist es! Stevie! Aua! Hab ihn! Alter! Oh! Doppelloop! Gibt's eigentlich noch Karma-Verlust, wenn man nach der Runde jemanden umlegt? Ich hoffe mal nicht. Weiß nicht? Nee, gibt nicht. Sehr gut. Aua! Oh. Critical! Oh, yeah. Hier gibt's keine. Warte mal. Die Magnum ist hier sowas wie die. Ja, wie die Deagle, glaube ich. Ja, genau. Aber eine Deagle gibt's auch. Echt? Ja. Ich hab noch keine gefunden. Oh, eine Schrotze! Ich hab euch gerade alle mit der Deagle gekillt. Nein, ich hab die Schrotze nicht aufgesammelt! Könnte sein, dass sie dir durch die Lappen gegangen ist. Magnum! Nein! Leute, ich häng fest. Ich bange im Tisch fest! Ich will keine Jutsch. Warum sind hier nur Jutsches? Aber Stevie, wie ich sofort wusste, dass du das bist, ey. Damit hast du dich hart selbst verarscht. Ich mal hier durch, Mann. Da, Chris Gold. Was? Bledig.
Was war das? Ist Chris Gold jetzt schon ausgerufen oder was? Was das war? Random Inzi. Nein. Ach so, okay. Ich hab's nur laut gerufen, weil ich sehr erschreckt war. Das ist die Frage. Ach, Shira bei mir. Blödlich ist das. Nein. Nein. Auch. Das aber auch, ich weiß, dass Fly ist. Ich bin gleich tot. Er ist gleich tot. Oh Gott, meine Nase hier. Wow, Alter. Oh Gott, die Nase hier. Ja. Ups. Wer war das hier? Ich außersehen. Alter, auf die Maus daneben geschossen. Wow, ja, daneben. Ja, daneben. Chris Gold, oh mein Gott. Wow. Sascha ist es. Und der Blödsinn jetzt. Hab ihn. Fuck. Nein, ich hab ihn. Nein, doch, du hast ihn. Gott, hör auf mich zu schießen, verdammt. Warum schießt du noch weiter auf mich? Warte mal, Chris Gold. War das, oder? Warte, ich hab ne Shotgun, hier. Heißt ja nichts. Ich find's ja ein bisschen verdächtig. Einer hat noch auf mich geschossen, als ich mich identifiziert hab. Nee, ich find's ja ein bisschen verdächtig, dass Stevie, der stand übrigens bei dir zu dem Zeitpunkt, dass Stevie, obwohl er näher dran stand an Sascha, keine Melon abbekommen hat. Ich hab aber auf Sascha geschossen, das weiß ich. Ich hab auf Sascha... Hühnchen? Wo ist das? Im Pool! Das war ein bisschen unlogisch, das kann ja nur einer von den beiden gewesen sein. Warte mal, da ist Munchkin angreift. Da ist Chris Gott angreift. Kann es ja eigentlich nur noch Stevie sein. Oh, weißt du das nicht? Ich glaube, es greift jeden an, oder? Ja. Okay, er war's nicht. Okay, er war's nicht. Hex? Eigentlich ist Chris doch jetzt der Letzte, oder? Ah ne, Shira ist noch. Ja. Dann ist es Shira. Warum bin ich das jetzt? Ich bin das Huhn geil. Ganz ehrlich, das Teil brauchen wir. Warte mal, das kann doch immer noch Chris sein. Ja, Chris und Shira sind noch übrig, ja. Ja, bin ich doch Flyke oder Bledig. Wir haben beide zusammen Sascha gemacht. Ja. Das heißt, ihr dürft euch gegenseitig machen. Genau. Lass mal. Aber ja schon kein Date mehr haben. An was, wo hast du denn gefunden, Chris? Im Pool. Hier. Ach so. Ja, dann dürft ihr euch gegenseitig machen. Also Chris und Shira tun sich töten. Such mal was Lustiges zum Spielen. Aua. Chris ist. Ich dachte, ich darf. Nein! Verdammt! Was? Ich jetzt allen Ernst nochmal wegnatzen lassen. Ja, nein. Wo bist du denn? Oh Gott. Putz. Guck. Oh Gott. LOL. Fnatic, ey. Monster Fail. Ich weiß schon. All along the Watchtower. Einmal. Yeah! Aber wo bin ich denn jetzt? Achso. Schöne Runde, Shira. Ich habe leider nur zwei wegmachen können. Ich hatte auf mehr Kills mit der Melon Der Punktestand hat sich dadurch deutlich verbessert, aus meiner Sicht. Aber definitiv, wir brauchen dieses Hütchen. Ich bin dafür, wir brauchen das Huhn. Und zu meiner Verteidigung, warum ich Stevie nicht mit der Melone abgeballert habe, ich habe einfach in die fünf Leute vor mir reingehalten. Einfach ein bisschen nach oben gezielt und losgeschossen. Keine Ahnung, ich habe auf niemanden speziell gezielt. Krieg ich die Doubles nicht? Was? Nee, Kackwaffe ist eine ordentliche Waffe, will ich haben. Obwohl eine M16 ist keine ordentliche Waffe. Oh, Da spielt jemand Rocket League. Geil. Der feine Herr. Obwohl, nee, ich behalte mal die Sniper. Oh, hier liegt ein Deagle hoch. Nicht töten. Nee, ist das eine Deagle? Oh Gott. Achso, das ist auch Manchi. Dete. Aua. Dete Willkür. Die Dete Willkür, ne? In Person. Brenne Wasser. Ich muss dringend an mein Mikro dran. Das dreht sich einfach zwischendurch. Das kotzt dich dann. Feuer und Wasser. Also ich laufe Stevie jetzt geschlagene 40 Sekunden direkt hinterher, hat noch nicht einmal nach hinten geguckt. Was? Ich höre einen Huhn. Ja, ich hab auch. Wo ist es? Irgendwo im Pool. Pop, 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 p
Wo ist es? Ich seh's nicht. Oh Gott, Chris. Best Cannon. Stevie hat Schaden vom Hühnchen bekommen. Also wenn jemand was sieht, ich weiß nicht, darf er ihn gerne umbringen. Ich glaube, das war vom Hühnchen. Warte, noch. Du hast das Radio fallen lassen. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Ich weiß es nicht genau. So, glaubt man jetzt eher Chris oder eher Shira? Hey. Chris. Let the bars go. Martin, lebst du noch? Chris hat Martin gerade gemacht. Ist? Ja, hat Shira schon zweimal gesagt. Ich mir schon fast gedacht. Also, wenn warte. Schon... Hier sind irgendwie gerade ganz viele Tote. Da hinten ist immer noch Chris. Wo? Beim Pool jetzt. Kommt ins Damenklo rein. Oh Gott. Hat ein Hühnchen geplantet. Mein Magazin ist leer. Nein. Hab ihn. Oh, schönes Ding. Oh, lol. Mach das Hühnchen weg. Oh Gott, oh Gott. Mach das Hühnchen weg. Dann schießt es doch nicht an, wenn es direkt neben mir ist. Da noch welche? Ja. Ey. Oh, sorry. Like. Das hier wollte ich machen. Das ist doch nicht! Was? Like in einem leeren Raum bringt das Ding nix. Das Pumped-Up-Kicks jetzt sogar noch. Alter, was ist denn für eine Musik hier auf diesem Server drauf? Das ist ja der Wahnsinn. Was hast du mich gerade getötet, Mike? Mit was hast du mich gerade getötet? Mit was? Mit was hast du mich gerade getötet? Einer normalen Sniper. Was? Musst du das schaffen können? Ja, diese Runde noch oder jetzt Feierabend? Nach der Runde. Nach der Runde, alles klar. Hier ist ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja. Vielleicht, aber so eine Basskanne in einem leeren Raum bringt nicht ganz so viel. War aber witzig. Das ist wahr. In der Runde noch ein bisschen Stimmung gebracht. Ja, das ist wahr. Ist da eigentlich runter? Das muss man ihm einfach. Ja, man kann in den Keller. Aber da ist nicht viel, das ein Raum. Da würde ich da gar nicht runter. Ich glaube, dort ist ein Traitor-Raum oder so. Aber ich wäre jetzt so gerne Traitor. Ich war genau einmal mit ihm hier unten drin. Bäm, alles hochjagen. Ah! Lol. War das schon eine Melone? Wehe, du springst da runter. Ich hau dich. Ich will springen, ich will springen. Oh, Feuer, Feuer, ich muss springen. So, Schüsse. Oh, was ist das denn? Lennig! Sorry, nein, das aua! War... Feuer! Lennig? Ich glaub, ja? Lennig ist das. Achso, ihr beide leben noch, okay. Er hat nicht weitergeschossen, er hat weitergeschossen. Okay. Ich hab ja auch nicht auf dich geschossen. Ja, aber ich bin reingelaufen und dann war das 2 Sekunden, schießt da auf die Fässer. Ich hab Dinger geschossen und du bist weiter reingelaufen, als macht die schon Spaß. Explodiert sind. Alti. Chris? Ja. Chris? Chris ist es. Nein! Ey, wie oft wird der Typ eigentlich Traitor? Ja, das ist echt. Nein, was? Oh. Ist er gerade runtergefallen? Ich bin jetzt nicht. Ja, ja! Also irgendwo wird hier gesnipert, so wie das gerade klang. Ledig ist unten bei Chris? Mist. LOL. Ach so, er ist auf ihm gelandet. Oh, oh LOL. Warte mal. Wenn wir davon ausgehen, dass Bladdick es auch nicht ist. Munchkin ist Dete. Da könnte es aus meiner Sicht Stevie, Shiro oder Mighty sein. Nein. Inspektor Munchkin. Was ist mit dir? Ja, ey. Aus meiner Sicht sag ich. Ich weiß. Warte mal, hier hat gerade eben jemand das Dach vom Pool kaputt gemacht. Ich war nicht in der Nähe. Ja, ich stand mittendrin, aber ich hab's nicht mitbekommen. Also, war das der gerade in der Mitte durchgerannt ist? Ich hab nicht gesehen, wer das war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie vertraue ich Bladdick. Munchkin! Ja, wobei ich. Finde ich interessant und ich würde ja, mich davon freuen, wenn ich Traitor wäre. Ja, warum hast du dich da hinten gerade versteckt? Was? Martin, lebst du eigentlich noch? Ich glaube, hier liegt ein Toter. Oh, okay. Damit hat sich die Frage geklärt. Wo lag die Leiche? Die liegt hier bei den Getränkeautomaten. Okay, hier sind diverse Getränkeautomaten. Steht da dran, von was der gestorben ist? Das ist was draufgefallen. Oder er ist runtergefallen. Okay. Irgendwie aber sowas. Den letzten, den er gesehen hat, war Stevie. Ah, ja, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich es dann auch gewesen bin. Naja, aber irgendwie macht dich das doch schon sehr verdächtig, das musst du zugeben. Meinst du? Und ich könnte jetzt prinzipiell aus Verdacht Shira und Stevie machen, weil wie gesagt, ich vertraue Bladdick. Ich weiß, dass ich Inno bin.
Und manchmal der letzte übrige ist Deze. Ja, du hast recht. Ja, aber es gibt keinen Beweis, dass ich Inno bin. Naja, es gibt keine Beweise, aber mal nach Logik können es die beiden sein. Nach Logik? Nur weil, aber nach deren Logik kann ich es genauso mit einem der anderen zu sein. Ja, nach der Logik könntest du es auch sein, Mist. Verdammt, weil... Stevie ist es aber, mit der Bälle! Oh, fuck! Was? Stevie. Und Shira. Was? Von beiden Seiten. Das ist ja, schönes Ding. Und dann yo! It's my life zum Ende der Runde, das muss sein. Liebe Leute, das war eine neue Runde Trouble in Terrorist Town. Wir danken vielmals fürs Zusehen. Die Links zu den anderen Kanälen findet ihr in der Beschreibung. Meine Güte, ist die Musik laut! Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao! Ciao, ciao.